Die Disziplin. Disziplin bringt erfolgreiche Menschen wirklich dorthin, wo sie hinkommen möchten. Und das schauen wir uns heute an. Und zwar geht es um eine ganz einfache Übung, die du heute einrichten kannst. Das automatisierte Sparen. Ja, ich bringe es immer wieder, aber es gehört zu dieser Challenge auch dazu, weil es so etwas Sinnvolles ist. Überlege dir mal, wie viel könntest du jeden Monat auf die Seite legen? Okay, jetzt sagst du mir wahrscheinlich, nee, Ende Monat, ich habe kein Geld auf der Seite, keine Möglichkeit. Daher tun wir das Anfangsmonat. Also du überlegst nun, was kann ich jeden Monat, was will ich jeden Monat? Nicht, was ich kann, ich will, ich muss, es ist ein Müssen. Wenn du da wirklich erfolgreich werden möchtest, werde ich 5 Euro, 1 Euro, 10, 50, 100, 1000, wie auch immer, wenn es nur ein bisschen ist, wirst du das einrichten. Und zwar nicht auf deiner gleichen Bank, wo du bis anhin gewesen bist, sondern auf einer separaten Bank. Denn das Problem ist, wenn du das auf der gleichen Bank, so ein Unterkonto einrichtest und du siehst dann, dort wächst es und du bist mal knapp bei Kasse, dann wirst du das rüberschieben. Und das ist eben nicht gerade sinnvoll. Also wähle separate zusätzliche eine Online-Bank. Du kannst auch ein Depot eröffnen. Dazu habe ich auch eine Anleitung. Und dort separat sparen beginnen. Dann investierst du gleichzeitig, aber das ist halt schon der nächste Schritt. Also momentan geht es wirklich darum, dass du überhaupt einrichtest einen Dauerauftrag, der Anfangsmonat oder Ende Monat kommt darauf an, wenn dein Lohn, dein Zahltag ist. Wenn du am 28. bezahlt wirst, wirst du auf den 1. den Dauerauftrag einrichten, damit das Geld sicher schon mal reinkommt und aber dann in den nächsten 2-3 Tagen sofort ausgelöst wird auf dein separates Sparkonto. Mach das wirklich die nächsten 2-3 Monate. Wenn du dann siehst, oh, da geht dir das überhaupt nicht oder ach ja, das funktioniert ja super toll, dann wirst du das Ganze ausbauen. Du kannst es dann ja, den Betrag vergrößern mit einem Klick und es läuft einfach automatisiert. Und dann am besten aus den Gedanken weg damit. Nicht mehr daran denken, denn genau so sparen wir. Und mit diesem gesparten Geld kannst du dann irgendwann mit dem Investieren beginnen. Aber starte jetzt mal mit einem zusätzlichen Bankkonto, einen Dauerauftrag einrichten, denn es geht um dich. Es ist dein Sparpotenzial. Du möchtest Reichtum aufbauen und da kommst du nicht drumherum weg. Also ich hoffe, das war was für dich. Bleib dran an der Challenge. Es gibt noch viele Tage, die wir da durchgehen. Ich freue mich darauf. Schön, dass du da bist. Bis dann. Tschüss.